Rund 300 Zuseher waren gekommen, um die beiden Teams lautstark zu unterstützen. Nach dem Abspielen der Nationalhymnen und dem Anklick durch Helmut Horeth von der Nürnberger Versicherung AG Österreich ging es dann los. Und die österreichische Elf in den weißen Dressen hatte dann die erste Chance. Schöner Pass auf Josi Höller, der setzt sich durch gegen Christian Rahn, doch Andy Habel kann noch in letzter Sekunde klären. Der Cheftrainer der Deutschen, Ralf Zumdick, genannt die Katze, hier ganz links im Bild, beobachtete seine Elf ganz genau. Die deutsche Elf wurde immer stärker. Weiter Ball auf Abdelkader Mawel, Bakari Diakite in die Tiefe für Philipp Bönig und eine mustergültige Flanke auf den Kopf von Mahop. Doch der vom deutschen Team ausgeliehene Schlussmann Rufen Sattelmeier verhindert mit einer Glanzparade das 1:0 der Gäste. Nur 2 Minuten später Freistoß für die VDV. Der ehemalige A-Nationalspieler Christian Rahn tritt an und wieder eine tolle Abwehr des deutschen Schlussmanns im österreichischen Tor. Mit 0:0 ging es in die Kabinen. In der zweiten Hälfte änderte sich am Spielverlauf nur wenig. Die deutsche Elf mit viel Druck und die Österreicher sehr bemüht, aber wenig effizient. In der 48. Spielminute dann diese schnelle Aktion. Diakite Bakari auf Ouadraogo. Der bringt den Ball schön zur Mitte, Schlichting Lars verlängert und Luis Nguyễn Mahop erzielt mit diesem Schuss aus der Drehung das 1:0. Natürlich geht es bei so einem Prestigeduell auch manchmal etwas härter zur Sache, aber die Gemüter beruhigten sich schnell wieder. Freistoß der VDV, Andy Habel mit dem Kopf zurück auf Marcel Nolde, doch er trifft den Ball nicht richtig und so geht sein Schuss klar am Tor vorbei. Das Team der Österreicher, sichtlich mit Abstimmungsproblemen, war man doch erst gestern für dieses Spiel zusammengekommen. Und da auch die deutsche Elf den Ball nicht mehr im Gehäuse der Österreicher unterbringen konnte, blieb es beim verdienten 1:0-Sieg der Gäste. Ja, natürlich sind wir froh, dass wir das Spiel gewonnen haben. Wir haben ja jetzt auch das erste Mal in dieser Konstellation zusammengespielt, haben ein paar Trainingseinheiten vorher gehabt und natürlich fehlt die Abstimmung, aber ich hoffe nicht, dass wir in der Konstellation nochmal zusammenspielen, weil wir ja alle auf der Suche nach einem neuen Verein sind. Und ja, ich hoffe, dass der eine oder andere demnächst nicht mehr dabei ist. Und ich persönlich natürlich auch nicht mehr. Ja, es ist so, natürlich so. Und, was man auch sehen muss einfach, man redet im Fußball immer nur darüber, was sagen wir, oben in den Bundesligen oder in den zweiten Ligen passiert und wie viel Geld da verdient wird und welche Voraussetzungen. Und man sieht, der Traum, Fußballprofi zu werden, ist für viele natürlich auch ein harter Weg und einige schaffen es nicht. Und es ist dann immer so, nach einer Saison, dass natürlich dann auch sagen wir, Spieler nicht mehr unter Vertrag sind, bei Clubs waren oder einfach den Durchbruch noch nicht geschafft haben. Und die trainieren wir hier und versuchen die, sagen wir, fit zu halten. Und solche Spiele einfach wieder auch den Wettbewerb zu zeigen und dass der eine oder andere vielleicht wieder Glück hat und nochmal irgendwo wieder unter Vertrag kommt. Sinn und Zweck der Spielergewerkschaft ist es natürlich, die Interessen der Profis einheitlich zu vertreten, mit einer Stimme zu sprechen gegenüber Clubs, gegenüber Verbänden. Das läuft auch sehr gut. Wir haben Kooperationsvereinbarungen geschlossen mit DFB, Ligaverband und DFL, haben uns da auch Mitspracherechte gesichert, sind in der Sportgerichtsbarkeit vertreten und können so dafür sorgen, dass es einen fairen Interessenausgleich gibt zwischen Profis und Clubs als Arbeitgeber. Und das ist wichtig, denn nur so kann das Gesamtsystem Profifußball funktionieren.